Und hier sind wir nun beim wirklich letzten Level von Darkwing Duck. Oder vielmehr Darkwing Duck Advanced. Die, die das Originalspiel kennen, haben sich sicherlich auch gewünscht, irgendwie, dass dann nach Eisenbeiß noch ein letztes Level mit Fiso Duck als Endgegner käme. Und ein oder zwei Hacker aus Russland haben sich dem nun... Aua! Ne. So nicht, komm zurück. Okay, und wie treffe ich dich jetzt? Ha! Auf jeden Fall einmal in den Allerwertesten. Das muss als Rache ausreichen. Auf jeden Fall hier in Fiso Ducks Level. Die Straßen von St. Erpelsburg bei rabenschwarzer Nacht. Da tummeln sich allerlei düstere Gestalten. Die passen auch sehr gut zu Morgana, Darkwing Ducks Hexenfreundin mit ihrem transylvanisch angehauchten Thema. Und sie sind nicht so schwer zu besiegen, bis auf diesen einen Gegner. Und ich hab's gerade ein bisschen verhauen. Auf jeden Fall, wenn man den Pfeil hier richtig ansetzt, aber wir werden diese Stelle noch oft genug spielen, dann kann man den da auch sicher treffen, ohne dass er die Chance hat, zu schießen. Apropos Pfeilgas, da noch eine Kleinigkeit, hier kurz vor Eisenbeiß habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und ich bin sehr nah dran, diese Stelle wiederholen zu müssen. Ich habe einmal auf den Gegner geschossen, bevor ich das Pfeilgas angewendet habe. Die Gegner haben 11 Trefferpunkte und sobald man ihnen 10 abgezogen hat, da laufen diese Mini-Köpfe amok. Ich habe einmal geschossen und dann das Pfeilgas macht multiplen Schaden. Okay, das war gerade nicht so toll. Jedenfalls macht multiplen Schaden. Und ich hatte ja einen Trefferpunkt schon abgezogen und dann 3×3. Das macht 10, also 1 plus 9. Und dann habe ich ihn genau in die letzte Phase gebracht. Hätte ich einfach, ohne auf ihn vorher zu schießen, das Pfeilgas angewendet, hätte er 9 Schaden und dann weitere 3, das wären 12. Und wir hätten uns diese letzte Phase erspart und ich hätte den weggekriegt. Aber nein, ich musste es natürlich komplett vergeigen. Aber was soll's, geschehen ist geschehen und so kriegt man den richtig weg. Zum Glück fliegen die schön in den Pfeil rein, wenn man ihn nur richtig abfeuert. Ah, jetzt geht es gegen Fiso Duck. Er hat unsere... Puh, das war auch gerade ein bisschen knapp, oder? Er hat unsere Freundin entführt. Das können wir natürlich uns nicht gefallen lassen. Und so funktioniert das hier richtig bei der Stelle. Also machen wir uns auf den Weg, ihn auf den Dächern von St. Erpelsburg zum ultimativen Kampf herauszufordern. Und eine Kleinigkeit kann ich schon verraten. Also in der Serie hat er ja im Gegensatz zu Darkwing Duck kein reißfestes Cape. Aber hier in der Serie, also hier im Spiel, wird er natürlich ein zu Darkwing Duck äquivalentes Cape haben. Okay. Das geht hier auf jeden Fall auch besser. Wir werden das, wie gesagt, noch oft genug spielen. Schließlich, es gibt hier in diesen Levels auch Bonus-Stages. Wie hier. Und werde ich es schaffen, bevor mich dieser ja. Und wir gehen ohne Einleitung von Julius Gunter direkt zur Bonus-Stage über. Keine weiteren Verbrecherorganisationen, nur noch ich und Fiso Duck. Mann gegen Mann. Und seine Lakaien natürlich. Auf jeden Fall, yay, volle Energie. Auf jeden Fall, da war auch mal eine Folge, wo Fiso Duck, glaube ich, unter dem Deckmantel eines Vergnügungsparks irgendeinen Diamantenschmuggel geleitet hat. Also, ich glaube, kann gut sein, dass die Bonushunde auf diese Folge anspielt.
Ich weiß nur noch, da haben Darkwing und Morgana sich mal wieder gestritten. Weil Morgana hat auch eine kriminelle Vergangenheit, was Darkwing Duck ihr oft unter die Nase reibt. Und sie ist eine Hexe. Und sie hat da mit ihren Zauberstrahlen durch die Gegend geschossen. Und dann war da ein verliebtes Paar. Da hat sie einen damit getroffen und ihn in irgendeine Abstrusität verwandelt. Ich glaube, das wurde auch nicht mehr rückgängig gemacht. Aber die sollen es als einen Test für die wahre Liebe ansehen. Und das soll jetzt hier auch nicht unser Problem sein. Oder ich weiß nicht, sind Morganas Verwandlungen zeitlich befristet? Ach, es ist schon... Ja, also schon lange her, dass ich die Serie zum letzten Mal gesehen habe. Wobei letztens auf Kabel 1 kamen ja noch Folgen, aber es... Ah nein, ich mache auch hier immer den gleichen Fehler. Mann, ich muss natürlich erst hier hoch. Aber... Ja... Das Karma ist mir wohlgesonnen. Ich habe meine Fehler eingesehen und soll für meine Einsicht belohnt werden. Und na gut, hey, das Karma ist mir wirklich wohlgesonnen. Hier darf man nicht zu schnell weiter, sondern sich in Ruhe die Zeit nehmen, auf die Umgebung achten und alle Raben frühzeitig abschießen. Und hier, ich wollte gerade ein bisschen weiter links laden, denn dann kann ich hier den Pfeil abschießen. Und so lasse die beiden Raben da passieren. Wobei, manchmal fliegen die auch ein Stück nach rechts, also diagonal nach rechts. Aber diesmal zum Glück nicht. Und ich hab's geschafft, dass der dritte Rabe hier nicht losfliegt. Und weiter geht's. Werden wir hier vorbeikommen, ohne dass der uns erwischt. Ich stelle mich hier ein bisschen links auf die Plattform, damit der da auch diagonal nach links fliegt. Und ich sag mal, wir sind ja noch gut dabei mit 3/4 Energie. Ich lass das mal alles da liegen. Und übrigens, wir finden nur Donnergas hier. Das heißt, wenn wir kein Pfeilgas mehr in diesem Level hätten, können wir es vergessen und nicht mehr an die Sachen dran. Moment, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kommt hier erst einer von unten. Und jetzt hier hoch. Ah ne, jetzt respawnt er da direkt schon wieder. Wenigstens, man muss hier frühzeitig hoch. Und dann wird der nämlich aus dem Bild verschwinden und nicht wiederkommen. Wenn man nur weit genug links steht, wenn das Bild zum ersten Mal nach oben scrollt. Und wenn ich mich geschickt anstelle, kann ich die hier sogar erwischen, diese kleinen Spinnen. Moment, Morgana hatte doch auch eine Spinne als Haustier, oder? Die hatte, glaube ich, sogar auch einen Namen, der mir jetzt aber leider nicht einfällt. Wirklich schon viel zu lange her. Und hier ist jetzt wieder so einer, den können wir aber auch problemlos abschießen. Und soll ich mir das nehmen? Ja, wir werden definitiv nochmal hier an diese Stelle gelangen, also ich mach's jetzt doch einmal so. Und nein, ich gehe nicht davon aus, dass ich zwangsweise fehle. Aber das werden wir gleich sehen. Es gibt da ein Herrenleben, yay! Dieser Level unterscheidet sich von den vorhergehenden, nämlich dadurch, dass es keinen Rücksetzpunkt in der Mitte des Levels gibt. Okay, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Es sind diese Beförderungsmittel, wie sie schon im ersten Level bei der Brücke vorhanden waren. Aber ich will einfach nur alles hier kaputt ballern. Und rechtzeitig. Das war knapp. Und jetzt dieses Blöde. Fliegt da in den Fall. Nein!
Diese Stelle habe ich noch nicht so ganz verstanden und jetzt das Ding bloß schnell wegballern. Und hier sind wir auch schon beim Endgegner. Aber das Schicksal lässt uns hier nicht so einfach vom Stapel. Nein, ich will natürlich jeden Bonusraum finden. Und damit dann bis zum nächsten Mal.